Die Jungs kommen jetzt nach Deutschland und dann werden wir uns ab Januar bis März für so finale Mixes auch wieder in Berlin im Studio einschließen. Aber dann auch relativ zeitnah die Tour vorbereiten. Der Plan ist, dass das Album zur Tour da ist. Es ist natürlich immer ein kreativer Prozess und den kann man schlecht beeinflussen. Es wird definitiv neue Musik geben. Ob das Album jetzt vor der Tour kommt, in der Tour oder kurz nach der Tour, weiß ich nicht. Wir sind eigentlich vom Gefühl her relativ weit. Wie immer ein bisschen spät dran, aber wir werden rechtzeitig fertig. Bis dahin ist super. Und dann würde ich baue noch ein paar Swells, ein paar Übergänge, genau, dass es ein bisschen, sagen wir mal, fließender kommt irgendwie so, ne? Nee, du warst jetzt ein zu früh raus, meine ich. Mach noch mal Ach, jetzt. Spaß, mach noch mal bitte. Mach noch mal. Dann Schluss. Ich mochte schon immer Popmusik. Also, es gibt Songs, ganz viele von Britney Spears, die ich toll fand, schon immer, seitdem ich denken kann. Und ich habe auch keine Angst davor, zu Mainstream zu sein. Natürlich gibt es eine Formel für einen Hitsong, aber du kannst das nicht planen. Und man kann nur wirklich erfolgreich sein, meiner Meinung nach, wenn man das selber geil findet. Da ist der Song für mich vorbei, wieder bei dem Abschlag. Ich bin eigentlich überhaupt kein Pop-Fan, Bill ist totaler Pop-Fan und er schreibt halt die meisten Gesangsmelodien. Darum geht das von einer Gesangsmelo schon viel in Pop. Ich glaube, der Mix, den wir finden wollen, ist einfach so ein Songs zu machen, die von einem, vom Arrangement nicht Pop sind, aber von den Gesangsmelodien sich mit diesem Pop verbinden. Weil die leiten ja dein Ending ein. Aber die sind irgendwie nicht halbes und nichts Ganzes da. Dann mach lieber dein anderes da, das andere. Ja, das ist ja genau das gleiche, bloß ohne die Drum. Bill ist definitiv mehr als jeder andere in der Band, der klassische Songs mit klassischen Strukturen mag. So. Der hat zum Beispiel keinen Bock auf einen 8-Minuten-Song. Ich zum Beispiel habe Bock auf einen 8-Minuten-Song, weil ich einfach so Produktion liebe. Ich liebe es, wenn sich ein Song über 8 bis 10 Minuten auch mal entwickelt oder hinten erst die Explosion passiert, statt irgendwie in jedem Chorus und so weiter, ne? Aber da tauchen wir jetzt gerade mit dem neuen Album mehr ein. Da sind auch die Meinungen in der Band ein bisschen unterschiedlich. Bill mag das, wie gesagt, eigentlich auch überhaupt nicht. So viel experimentieren ist gar nicht so unbedingt sein Thema. Da muss ich ihn immer ein bisschen überzeugen. Es gibt auch so Szenen im Studio, wo Tom sagt, nee, wir schreiben jetzt aber nicht ein Liebeslied wieder. Du kannst jetzt nicht wieder so eine Ballade und das ist langweilig. Und können wir nicht wenigstens am Ende gucken, dass die Person stirbt oder so, um so einen anderen Aspekt reinzukriegen. Aber das fällt mir total schwer, ne? Also, weil ich schreibe das dann aus einer Erinnerung raus. Ich schreibe das immer über jemanden. Also jeden Song, den ich geschrieben habe oder der irgendwo auf einer Platte ist, da geht's um jemanden. Das ist nicht, das habe ich mir nicht ausgedacht. How to repeat it? Life was freezing, bleeding, hearts were beating. Ich finde das eigentlich ganz schön. Scars were bleeding. Ich setze mich nicht hin und sage, oh, okay, jetzt brauchen wir noch eine Ballade und ich muss noch ein Liebeslied schreiben und dann brauchen wir noch eins über die Freiheit und übers Leben allgemein oder so. Also das kann ich überhaupt nicht. Ich schreibe das immer wirklich in dem Moment und auch diese ganzen Liebessachen. Liebe ist halt so ein großes Thema, ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis mehr. Das, für mich geht es da grundsätzlich drum.
mir ist immer so, zum Ende des Jahres gucke ich dann immer so, denke so, krass, guck mal, jetzt ist schon wieder ein Jahr rum und ich war wieder in keiner festen Beziehung oder habe jemanden kennengelernt, den ich über alles liebe und habe mich total darin oder habe die große Liebe gefunden. Mit so One-Night-Stands und so Leuten, wenn ich so jemanden mit nach Hause nehme, habe ich auch schon gemacht, aber das macht mich extrem einsam. Bei mir machen echt viele Leute auch einen Bogen. Also das Denken, man denkt immer so, es bieten sich überall Möglichkeiten. Und na klar, natürlich könnte ich immer beim Konzert Fans mit nach Hause nehmen und so. Und das, na klar, aber so auch im normalen Leben und so, wenn man irgendwo weggeht und so, ist es gar nicht so, dass jetzt, wie gesagt, auch Leute mich dann ständig anquatschen. Und ich bin aber auch schüchtern, muss ich auch sagen. Ich bin total schüchtern, würde man nicht denken, aber ich gehe auch nie auf Leute zu. Also wenn jemand nicht auf mich zukommt, dann war es das sowieso. Das ist das, was die Leute am verrücktesten macht, ist, dass sie nie genau wissen, mit wem geht Bill nach Hause. Und ich kann mich da nicht so beschränken. Ich will, dass das kein Thema ist. Ich will eigentlich in Zukunft so, dass sich das gar keiner mehr fragt. Ne, steht er jetzt auf Jungs oder steht er auf Mädchen oder mit wem geht der heute ins Bett? Als die Frage war, auf wen steht er denn nun eigentlich und was macht ihr denn so alles sexuell und wen muss ein Mann lieben, was muss ein Mann anziehen und all solche Fragen, gab es für Bill nicht. Es ist auch einfach komplett das, wofür Bill einfach steht und dran glaubt. So. Das war noch nie anders und das hat uns einfach so unser ganzes Leben begleitet und ist ja ein Thema, was uns alle gleichermaßen bewegt und beschäftigt hat, auch über die Jahre. So. Watch the stars, when love can easy, I gave you all a boy could give. Life was wild and dangerous, but I know we can't. When life was easy and we smoked weed in the backseat of the old car and watched the stars. When life came easy, I gave you all a boy could give. Life was wild and dangerous, but I know we can. Das Ding ist, ich habe jetzt unfassbar viel mit, weil wir auch so lange nicht zu Hause in L.A. waren. Das heißt, ich versuche immer einen Koffer zu haben, den ich quasi ins Venue mitnehme für die nächsten 2-3 Tage und packe dann quasi aus den ganzen anderen Koffern einen Koffer zusammen. Und das dauert so ein bisschen. Produktionstechnisch sind wir schon immer eine Band gewesen, die eher ein LKW zu viel mit hat. Wir haben 20 Leute da mit auf Tour, die auch alle benötigt werden, um das jeden Abend auf die Bühne zu kriegen. Da sind Leute seit 2005 dabei. Mit denen allen unterwegs zu sein, ist immer automatisch wie ein großer Familienausflug. Die Produktion, die geht halt 6 Monate vor so einer Tour los. Und da gibt es natürlich auch schon Positionen, die dann durchbezahlt werden wollen. Wir selber kriegen ja das erst sehr, sehr viel später nach der Tour. Dann gibt es dann die Abrechnung und so weiter. Wenn die Shows nicht voll sind und die Leute nicht kommen, dann haben wir ein Problem. Wir gehen da schon ein bisschen ins Risiko auf jeden Fall. Sind wir in a hurry eigentlich? Wir sind in a little bit in a hurry. Echt? Tschüss. Das ist halt natürlich auf Tour auch so ein ganz anderes Leben. Das ist wirklich dann so 2 Monate wirklich nonstop Arbeit eigentlich. Also so mit Rock'n'Roll und abends mal abstürzen oder so, leider nicht. Und dann würde ich sofort Panikattacken kriegen, wenn ich irgendwie die Show nicht gestemmt kriege.
Wir kommen ja schon ganz lange her. Wir waren ja auch irgendwie 2008 und 2007 und so schon mal hier. Das passiert dann schon mal, dass die Leute alle kommen in der Traube und an dir reißen, weil die wissen, du kommst nicht wieder, du wohnst woanders und die denken dann, jetzt mach ich's einfach mal. Und in Südamerika zum Beispiel auch so, da ist es auch sehr krass. In Deutschland ist es mittlerweile viel, viel ruhiger. Die kommen zwar auch und warten und stehen da, aber die sind jetzt nicht mehr so aggressiv. Du wirst jetzt nicht auseinandergepflückt am Flughafen. Darum also so mit der Band bin ich schon gerne in so verrückteren Orten. Trocken. Wie? Mach noch mal bitte. The world is outside. We hide on the floor. Das ist geil. Und dann jetzt und jetzt raus. Genau. Und jetzt muss er raus. Ja. Also das heißt, wir müssen jetzt eine Automation machen und jetzt muten. I wonder how your body changed inside of someone else's place. Put away your eyes, there's nothing left to hear. I'm alone, but I know everything you feel. And you're riding all the way through tears and heart's pain. And we fall to fate, but we rise and rise again. And I run, 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 run. And I run, 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 run. I run, 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 run. Also am Anfang in Russland war das nicht so ein Ding. Ich glaube, auch politisch verschärft sich das wahrscheinlich immer mehr. Und bei den Menschen, gerade bei unseren letzten Trips, nehme ich das schon viel mehr wahr. Also auch so Anfeindungen. Und ich merke das jetzt auch immer mehr, diese Energie. Also das hast du schon mal, dass so Leute jetzt am Flughafen dann irgendwie was rufen oder was sagen oder so eine Energie ist, dass die schon komisch gucken und ein Problem damit haben, wie wir so aussehen mit unseren Brillen oder Kappen oder so und mit den ganzen Tattoos und Piercings auch und so. Also habe ich schon das Gefühl. Ich glaube auch bei Konzerten, also hier habe ich auch immer besonders dann Angst, wenn dann so, es kommen ja immer mal so Morddrohungen oder so Sachen, das passiert ja immer mal. In Deutschland nimmt man das aber viel weniger ernst als jetzt irgendwie hier in Russland. Also da gab es ja auch auf der letzten Tour dann jemanden, der gesagt hat, er will mir Säure ins Gesicht kippen, weil sie nicht möchte, dass ich mehr diese moderne Welt repräsentiere mit meiner Schönheit und keine Ahnung. Und dann, das nimmt man dann schon ernst. Wenn ich so Leute angucke, die jetzt kommen,
sich so stylen und sich dann auch so freuen und ich dann so eine wichtige Figur bin. Gerade bei Männern so, wenn ich die dann sehe in den Shows und die kommen dann so gestylt, weiß ich natürlich, was das auch bedeutet, da im normalen Leben mit so mit klarzukommen. Und das ist schon ein Statement, was die setzen. Und es ist für mich dann schon so, dass mich das berührt. Der Promoter meinte doch erst ganz froh, dass die Show nicht gesperrt wurde. Es ist alleine wegen der Texte, meinten die, wenn man da so singt, so Boy Meets Boy und sowas, dass die dann da ein Problem mit haben und das total verbieten können. Ja, und dann natürlich kommen die Outfits noch dazu, denen die natürlich auch nicht gefallen. Und die haben ja von vielen anderen Künstlern, auch von Gaga und Madonna und so, wurde meine Show verboten. Und sie meinten, dass es eben so ist, dass die wirklich Leute losschicken und die sind dann von so einem Amt und die prüfen dann, ob das hier so geäußert werden darf. Aber bis jetzt lief das gut. Wir fahren los ins Venue und dann haben wir eigentlich nonstop ab dann ein Programm mit Meet and Greets und Soundcheck und Vorbereitung für die Show. Dann gibt's die Show, danach gibt's Essen, dann geht's um 2, um 3 ins Bett und am nächsten Tag geht's genauso wieder weiter. So eine feste Fanbase, für die wir auch total dankbar sind, dass wir auch mal die Freiheit haben, ein paar Sachen auszuprobieren, ohne dass das jetzt gleich in einer Riesenkatastrophe für uns endet. Irgendwie. Da sind bestimmt auch ein paar Mädels bei und ein paar Fans bei und ein paar Typen bei, die das halt einfach so denken, so naja, die alten Platten fand ich schon besser, aber sie gehen halt trotzdem nicht weg, so die Fans, ne? Was halt einfach eine extrem angenehme Situation ist. Bei unseren Fans ist es so, die leben ja auch dieses Tokyo-Hotel-Leben so intensiv mit uns mit. Und die wollen auch noch mehr als nur dieses Konzert. Die haben Fragen und die wollen uns treffen und die wollen ein Foto mit uns machen. Angefangen haben wir damit vor 2-3 Jahren und da haben wir das zum ersten Mal angeboten und das sind so Tickets, so extra Upgrade-Tickets, die man kaufen kann. Wir zwingen natürlich die Leute nicht dazu, wir schreiben ja auch so Autogramme, es ist ja nicht impossible uns so zu treffen. Muss natürlich nicht dir für hunderte Euros irgendwie ein Upgrade kaufen, aber die Leute wollen das halt mittlerweile auch bei uns. Ne? Also wir kriegen halt richtig auf den Sack, wenn wir es nicht machen und wir sind mit diesen Tickets immer noch vorher ausverkauft, bevor wir eigentlich die eigentliche Show ausverkaufen. Und natürlich ist das auch ein Business. Natürlich verdient man auch gut Geld mit. Do you have any regrets about your career? Something you could change? Good. No, why? So I wouldn't change a thing. But like, of course, if you would go back, yeah, there are a few things I would do differently. First of all, I just wanted to say that danke, dass ihr immer an unserer Seite seid. Yes, and my question is, if you played truth or dare, what would you choose? Truth or dare, and why? Truth. And I have no problem with telling the truth. That's the first lie. Bei diesen Tickets geht's ja wirklich darum, so ein Erlebnis zu schaffen einfach und einfach, dass dieses Konzert noch anders zu machen und diesen Traum und diese Wünsche zu erfüllen. And so I'm gonna check your singing skills now. Yeah. Das macht den Leuten Spaß und für uns ist es auch schön.
viele Leute sind ja auch ein bisschen schüchtern. Auch die, die Backstage kommen, wissen dann nicht, was sie sagen. Und klar, da hat man natürlich so seine Tricks, um die Stimmung einfach so ein bisschen hochzuholen. Und es ist natürlich auch eine Routine bei, ne? Ich mache das natürlich jeden Tag. Wir sind wirklich ja auch beschäftigt von nachmittags um 3 bis dann nachts. Und machen mit allen Selfies und Fotos und so. Also es ist extrem durchgetaktet. Du merkst natürlich auch diese Erwartungshaltungen, die alle haben. Und jeder weiß ja, das ist jetzt diese eine Chance im Leben. Und da sind wahnsinnig viele Energien immer im Raum. Es sind ja auch ganz viele Leute, die was malen und was basteln und da eine Geschichte haben. Und jeder will ja auch seine Geschichte loswerden. Und das spürt man natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Meine Kontakte hat ich passe auch auf. Ich treffe auch manchmal bei Meet and Greets Leute, die mir auch Angst machen. Manchmal kommen Leute, die haben imaginäre Beziehungen teilweise mit dir über Jahre und haben das Gefühl, sie haben mit dir gesprochen und erzählen dir von Telefonaten und E-Mails und, oder auch Gesprächen über eine andere Welt, die sie mit dir hatten und wo ich dann auch nicht weiß, was soll ich dazu jetzt sagen. Thank you so much. Wir sind ja eigentlich eher unverschlossen, ne? Also wir sind eigentlich immer sehr offen mit allen Leuten und lassen auch viel zu und lassen uns ja auch gerne begleiten bei unserer Arbeit und uns über die Schulter gucken. Aber unser Haus ist fast so eine Tabuzone für alle. Ja. Sein Privatleben muss man ja richtig als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, muss man den ja ganz konsequent schützen. Und das heißt, du musst dann auch, wir private Geschichten über Familien und enge Freunde oder auch Beziehungen halten wir ja einfach komplett aus der Öffentlichkeit raus. Und da sind wir eigentlich auch relativ knallhart so. Also mal gucken, ich bin mal gespannt, vielleicht sind wir da irgendwann auch mal wieder entspannter. So. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich eigentlich auch nicht, aber mal gucken. Gleichzeitig will man selber sein und diese Verantwortung jeden Tag zu haben, die Leute nicht zu enttäuschen, weil man will das ja auch dann nicht. Da kommt einfach so ein Feedback zurück, was für uns normal ist, wäre für alle anderen, glaube ich, immer noch abgefahren. Aber da bin ich auch total froh. Also ich bin froh, dass wir auch diese Energie noch haben. Thank you.
Das Hotel ist weit weg, glaube ich, ne? 15 Minuten. Wo hat denn Holger die Sachen, die er geholt hat? Ja, das ist eine gute Frage.